Du wolltest schon immer mal wissen, wie du hier in den Moglin-Palast reinkommst, ohne Paris Storyline abgeschlossen zu haben, weswegen auch immer. Du hast ihn am Anfang getötet oder du hast kein PlayStation Plus oder Xbox Live oder generell irgendwie stabiles Internet, um die drei embeddeten Gegner zu töten. Das ist natürlich kein Ding. Ich zeige euch heute hier den Alternativweg. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Let's go. So, zuallererst müssen wir uns hier in das zweite Gebiet begeben, nachdem ihr hier Godric getötet habt. Und zwar würde ich euch empfehlen, wir fangen hier einfach bei den Druiden von Laskaya an. So, in den Ruinen hier auch schon angekommen, halten wir uns jetzt auf jeden Fall westlich. Denn wir müssen in eine kleine verseuchte Stadt da reinkommen. Also, es sollte jetzt hier für Late Game Player nicht so schwer sein, dort die Gegner wegzumachen. Aber natürlich, für die, wo hier jetzt gerade Godric getötet haben, sollte es hier auf jeden Fall ein bisschen schwieriger werden. Da vorne seht ihr auch schon das Castle, aber da müssen wir nicht hin. Zwar hier unten gibt es so eine kleine Höhle, in die wir dann reingehen müssen. Keine Sorge, es gibt auch ein Bonfire, Freunde. Also müsst ihr euch hier nicht unter Druck setzen, falls ihr da außersehen sterben solltet. Hier die Patrouille einfach vorbeiziehen lassen. Und da sind wir auch schon, hier im Höhlensystem. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten nach einem Platz, wo wir hier hochkommen. Denn wir müssen da genau oben links hoch, wenn ich mich recht entsinne. Ah ja, da links ist, glaube ich, auch schon der Weg. Da seht ihr es auch schon. Wir müssen da hoch. Hier einfach hochreiten. Lasst die Gegner hier einfach rumlaufen. Ihr müsst hier niemanden abstechen. Jetzt wird es aber gleich wieder ein bisschen knifflig. Da habt ihr auch wieder diese eine NPC-Alte, die euch beim Kampf gegen Godric geholfen hat. Also falls ihr ihre Storyline da weitermachen wollt. Aber das muss man nicht machen. Hier auf den Gegner solltet ihr aufpassen. Der könnte euch auf jeden Fall ein bisschen auf die Nerven gehen. Da er hier versucht euch zu töten. Oh. Ah, da seht ihr es auch schon. Sehr, sehr nerviger Zeitgenosse. Nichtsdestotrotz war es das jetzt mit ihm. Zack, da haben wir ihn aufgespießt. Ihr lauft auf jeden Fall hier jetzt einfach rechts weiter. Und hier sollte dann ein NPC sein, also bei dem einen oder anderen wird hier wahrscheinlich so ein Topf sein, da einfach draufschlagen und da kommt dann dieser nette Geselle daraus. Mit dem könnt ihr hier dann reden und er bettelt euch an, ihn nicht zu töten und dafür gibt er euch hier das Medaillonstück. Das kann ich euch hier auch mal gleich zeigen. Muss nur noch mal schnell schauen, was das war. Genau, er gibt euch auf jeden Fall die linke Hälfte, glaube ich, des geheim heiligen Baums. Hier hätten wir auf jeden Fall den ersten Teil. Und den zweiten Teil finden wir es viel, viel später im Spiel, Freunde. Und zwar hier hinten in diesem Schneegebiet da. Also ihr müsst auf jeden Fall Margaret getötet haben, um in dieses Gebiet hier reinzukommen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier oben im Schloss Sol. Hier oben im Schloss angekommen, müssen wir auf jeden Fall hier durch das Haupttor. Ich würde euch einfach empfehlen, mal diese Löwen hier nicht zu töten. Denn die werden euch wahrscheinlich one-hitten. Geschweige denn two-hitten. Je nachdem, wie gut es für euch läuft. Einfach hier weiterlaufen, weiterlaufen. Einfach mit niemandem Trouble suchen. Einfach dann hier vorne durch das Tor durch. Dann euch rechts halten. Hier die Treppen da hoch. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, denn hier werden jetzt einige Gegner spawnen. Hier vorne ist aber auch gleich ein Bonfire. Also falls ihr sterben solltet, ist das jetzt nicht so schlimm. Bei dem müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Denn ihr seht schon, der hat mich auch erwischt. Einfach hier links rein zum Bonfire rennen. Das Bonfire aktivieren. Und dann solltet ihr safe sein. Dann laufen wir hier links einfach mal weiter. Hier links durch die Tür. Und hier würde ich euch auch empfehlen, einfach durchzurennen.
Ihr müsst hier dann jetzt gegen einen Boss kämpfen. Den werde ich euch jetzt aber nicht spoilern. Ich habe den in meinem Fall jetzt schon getötet. Der ist auf jeden Fall ein bisschen stärker, aber falls ihr da einen cheesy Way braucht, um ihn zur Strecke zu bringen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann zeige ich euch einfach einen ganz, ganz einfachen Weg, ihn fertig zu machen. Ich aktiviere hier einfach mal das Bonfire. Ihr seht schon, habe ich auch noch nicht aktiviert. Setzen uns dahin, damit uns der Gegner da nicht fertig macht. Dann laufen wir hier einfach geradeaus weiter. Wieder die Treppen hoch. Dann hier rechts rein. Hier müsste dann ein Aufzug sein. Ups, den müsste ich jetzt wieder runterrufen. Und falls ihr den Boss dann getötet habt, wie schon gesagt, dann hier einfach auf den Aufzug dann warten in meinem Fall. Hochfahren. Und da oben findet ihr dann auch schon die rechte Hälfte des Medaillons. Und mit dem könnt ihr dann den Aufzug triggern. Den geheimen Aufzug, der euch dann in die geheime Area führt. So, das Medaillon sollte hier dann gleich neben dem NPC sein. In meinem Fall habe ich es schon aufgesammelt. Dann begeben wir uns einfach wieder zurück zum großen Aufzug von so im verbotenen Lande angekommen. Gehen wir jetzt zum Aufzug. Hier müsst ihr jetzt auch aufpassen, denn ihr könnt jetzt hier die Embleme switchen. Ist sehr, sehr versteckt. Vielleicht wissen es die ein oder andere nicht. Da seht ihr schon, wenn ihr nach rechts rückt, dann könnt ihr hier das geheime Medaillon heben oder einfach das normale, natürlich aufs Geheime gehen. Dann hier natürlich triggern. Hier seht ihr es auch schon. Aber ich werde die Cutscene jetzt einfach mal überspringen. Ich zeige euch nur, dass das jetzt hier das andere Medaillon ist. Da seht ihr es, das leuchtet grün. In dem Fall kommen wir jetzt in das geheime Gebiet da rein. Und dann sind wir auch schon hier in diesem geheimen Eisgebiet hier angekommen. Hier würde ich euch auch empfehlen, auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig zu sein, denn hier werden gleich sehr, sehr viele Gegner spawnen. Von dem her einfach so gut wie niemals die Sprinttaste loslassen. Hier dann gleich links die Treppen hoch. Hier seht schon, hier gibt es sehr, sehr viele Treppen in diesem Spiel. Upp. Von denen nicht treffen lassen. Die machen sehr, sehr viel Blutschaden. Also, falls ihr Glück habt, two-hitten die euch. Falls es natürlich schlechter ausläuft, one-hitten sie euch. Hier einfach rechts halten. Hier natürlich das Bonfire aktivieren. Würde ich euch auch empfehlen, hier zu rasten. Nachdem ihr das gemacht habt, einfach hier raus. Hier seht ihr jetzt auch schon, hier ist alles voll mit Schnee. Da würde ich euch empfehlen, das Kartenfragment müsste sich irgendwo hier vorne aufhalten. Einfach hier die Straße runter reiten. Manchmal habe ich das Kartenfragment schon. Es gibt ja natürlich auch ein Bonfire in der Nähe. Ich habe es jetzt nur nicht in diesem Playthrough gefunden, muss ich ehrlich sein. Ah, es ist gleich hier vorne. Na, da seht ihr es, Freunde. Haben wir es zumindest zusammengefunden. Nachdem wir hier gerastet haben, würde ich euch sagen, wir reiten hier einfach geradeaus durch bis zu meinem Pfeil da hinten. Denn das sollte der sicherste Weg sein, um hier aus diesem Schneesturm da rauszukommen. Ich bin hier jetzt bei der Aufnahme zweimal gestorben, habe leider auch meine Seelen verloren, was sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber gut, die kann ich mir ja später nochmal erfahren. Ist jetzt nicht so schlimm. Einfach geradeaus weiterreiten, bis ihr endlich aus diesem Schneesturm da draußen seid. Denn das ist ja echt das Nervige an diesem Gebiet, dieser Schneesturm. Zack, die ganzen Sachen hier nicht triggern, denn wir wollen ja nicht noch mehr Feinde anlocken. Einfach durchrennen, diese ganzen Feinde hier nicht beachten. So, Marke angekommen, jetzt halten wir uns einfach, ups, hier weiter nach unten auf. Hier nochmal rein, hier runter. Ups, okay. Müssen wir schauen, schaffen wir diesen Sprung hier runter? Ja, schaffen wir, sehr gut. Hier noch einmal runter. Dann sollten wir hier unten auch schon angekommen sein. Ich bezweifle, dass es hier noch tiefer geht. Ihr seht schon, das ist hier natürlich sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Und auch sehr, sehr nervig. Ah, hier waren sogar meine alten Runen gut, aber hier bin ich ja vorhin schon gestorben, von dem macht das ja nichts aus.
Okay, so hier noch einmal runter. Hier jetzt einfach geradeaus weiter. Ich glaube, jetzt kann ich hier einfach meinem Pfeil da folgen. Ja, genau. Hier noch mal runter. Hier vorne haben wir noch ein Bonfire. Das sollte ich aktivieren. Damit ihr die ganze Schoße da nicht noch mal runterlaufen müsst. Nachdem ihr das Bonfire hier benutzt habt, einfach dem Pfeil da hinten hinterher reiten. Dauert auch nicht so lange. Ihr müsst nur aufpassen, denn entweder hier rechts oder hier links auf der Seite kommt noch ein invadeter Gegner. Wenn ihr den tötet, kriegt ihr so eine Drachen. So ein Drachen-Dunkelstein oder wie auch immer das heißt. Aber auf jeden Fall das letzte Upgrade-Material, das ihr hier für eure Waffen braucht. Die natürlich auch aufpassen, die werden euch jetzt verfolgen. Und hier vorne gibt es auch noch einen invadeten Gegner. Auf den sollt ihr auch sehr, sehr gut aufpassen, denn der macht sehr, sehr viel Blutschaden. Der tötet euch wahrscheinlich mit zwei Angriffen. Würde ich euch auch empfehlen, sehr gut aufzupassen. Denn mich hat er hier auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal getötet. Hier dann angekommen. Einen Moment, muss ich mich nochmal orientieren. Hier angekommen. Ja, genau. Müssen wir dann hier geradeaus durch über diesen Baumstumpf da drüber springen. Hier hinten dann auch noch weiter durch. Und hier unten ist er. Hier unten ist das Portal. Das wird hier natürlich von so einem Moglin bewacht. Den müsst ihr aber nicht ausschalten. Ist optional. Ich habe den jetzt einfach abgeschlachtet. Aber wie schon gesagt, damit das Portal hier aktiviert wird, müsst ihr den invadierten Gegner töten. Das Portal benutzt ihr dann einfach. Und kommt dann hier auch schon im Moglin-Palast da raus, in dieser Höhle. Hier lauft ihr einfach straight runter durch den Berg. Und hier seht ihr es auch schon, wir sind im Moglin-Palast angekommen. Hier lauft ihr dann einfach geradeaus runter. Und hier seht ihr es auch schon, hier seid ihr dann auch schon am Farmspot angekommen. Da hinten ist schon das Bonfire. Hier einfach runterspringen, das Bonfire aktivieren. Und dann könnt ihr hier auch schon eure Runen losfarmen. Und wie schon gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein. Ciao.